Guten Tag, liebe Freunde des guten Ultimate Team FIFA Sports. Heute kommen wir zum ersten Review von meiner Seite aus, und zwar dem El Amdawi, dem Silberbiest aus der BBVA. Und oder vielleicht doch nicht, wir wollen es herausfinden. El Amdawi ist 28 Jahre alt, 1,83 groß, wiegt 84 Kilo. Er ist gebürtiger Marokkaner, seine Position ist Stürmer, starker Fuß rechts, Arbeitsrate in den Angriff mittel, in die Defensive niedrig. Schwacher Fuß 2 Sterne, Spezialbewegung 3 Sterne. Und darauf kommen wir später auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Die körperlichen Attribute mit 71 Antritt, 76 Beweglichkeit, 83 Reaktion und 71 Sprintgeschwindigkeit plus 75 Stärke sehen sehr solide aus. Mentale Attribute, Stellungsspiel 76, Übersicht 79, schließt sich dem momentanen Bild eigentlich an. Auch sehr solide. Die Fähigkeit-Attribute mit 85 Ballkontrolle, 90 Effe, 79 Dribbling, 88 Abschluss. Abschluss, 76 Freistoßpräzision, 85 Fernschüsse, 83 Elfmeter und 73 Kurzpass plus 87 Schusskraft. Und am Ende sogar noch 92 Volley ergeben das Gesamtbild von 83 Schießen auf einer Silberkarte. Kommen wir nun zu den Ingame-Werten, beziehungsweise Ingame-Szenen, so muss es heißen, Entschuldigung. Um die 20 Stück habe ich gesammelt. Und ja, was kann man zu El Amdawi sagen? Der Preis momentan extrem gestiegen, ganz klar, ist aus dem ersten Team der Woche, gerade bei Silberspielern ist das gang und gäbe, dass die sehr stark ansteigen. Liegt einfach daran, dass die Karte extrem selten ist. Ich habe El Amdawi für 50.000 bekommen, halt, ne, als er noch verfügbar war im ersten Team der Woche. Mittlerweile liegt er bei 325.000 auf dem PC, 150.000 auf der PS3 und knapp 140.000 auf der Xbox. Diese Preisangaben sind ohne Gewähr, da dieser enorm stark variieren und auch schwanken kann. Aber kommen wir jetzt im Grundlegend zu El Amdawi. Was kann El Amdawi? Eigentlich nur laufen und schießen plus ein bisschen dribbeln, so muss es heißen. Denn El Amdawi darf und kann nur dann gut schießen, wenn er mit dem starken rechten Fuß schießt. Ansonsten wird der Schuss eine Katastrophe. Gelegentlich gibt es mal den ein oder anderen Ball, den er mit dem linken Fuß verwandelt. Aber 2 Sterne schwacher Fuß fühlen sich bei ihm an wie 1 Sterne schwacher Fuß. Aber der kann mit links absolut gar nichts. Das muss man berücksichtigen. Tempo, kann man froh sein, dass Tempo nicht mehr ganz so wichtig ist in FIFA 14. Meiner Meinung nach setzt er aber weder seine Stärke noch sein relativ angenehmes Dribblingwert so ein, dass man sagen könnte, hey, El Amdawi, der Typ ist richtig geil. Dazu gibt es einfach jemanden wie El Arabi, der alles eigentlich besser macht, außer vielleicht das Schießen und eben ein 20stel kostet und fast genauso gut abgeht, plus 4 Sterne schwacher Fuß und 4 Sterne Tricks. Also da muss man wirklich abwägen. Wenn wir jetzt mal einen Blick auf die Player-Trades werfen, Selfish, Outside Footshot und One Club Player, wobei One Club Player, glaube ich, nur von Foothead ausgestellt wird. Ich weiß nicht, ob das irgendwelchen Effekt hat auf den Spieler, keine Ahnung. Und ja, was soll man sagen? Zu den Ingame-Szenen, sie sehen alle sehr gut aus. Aber es liegt daran, dass, wie gesagt, es halt Ingame-Szenen sind, die ich benutzen musste. Kommen wir jetzt zum Fazit, da kann ich ein bisschen näher drauf eingehen. Denn man sieht, sowohl die Pro-Seite als auch die Kontra-Seite sind sehr ausgeglichen. Auf der Pro-Seite haben wir stehen solider Antritt plus Tempo. Das stimmt mehr oder weniger. 70 Tempo, vollkommen ausreichend für einen Stürmer in FIFA 14. Dementsprechend solide. Kann sich relativ gut durchsetzen. Ja, stimmt auch, denn letztendlich hat er einen relativ guten Stärkewert, mit dem er umzugehen weiß. Manchmal verliert er aber sehr blöd den Ball. Teils Bombenschuss, Longshots. Auch richtig, nur leider grenzt sich das sehr gering ein. Die meisten Schüsse sind eher solide. Angenehme Curve-Shots, logisch, obwohl die Curve-Shots schon genervt wurden. Mit 90 Curve kann er dann noch sehr gut was reißen. Und ganz nettes Dribbling. Ja, das war's eigentlich schon auf der Pro-Seite. Mein Gott, was ist denn heute los mit den Versprechern? 79 Dribbling. Hört sich sehr geil an für einen Silberspieler, aber im Endeffekt, ja, auch nur solide. Kopfball schwach, klar, mit 59 Kopfball. Obwohl die Kopfbälle sehr overpowered sind, hat der echt Probleme mit Kopfbällen. Pässe unterer Durchschnitt, ja, ist halt leider so. 3 Sterne Skills, 2 Sterne Weakfoot. Weakfoot mit 10.000 Ausrufezeichen, der ist mit links so dermaßen kacke. Und ja, Stellungsspiel schwankt sehr stark, obwohl das Positioning eigentlich gut sein müsste. Er bekommt weder den Daumen nach oben, noch den Daumen nach unten. Für mich bleibt der Daumen in der Mitte. Er hat seine, sag ich mal, positiven Nuancen, die er auch zu benutzen weiß. Aber im Endeffekt wirkt er auf mich...
Ja, ich weiß nicht. Es gibt halt El Arabi, das muss man einfach so sagen. Er hält von mir eine auch eher durchschnittliche Wertung von 7,1. Fazit 3 Sterne, Value for Money. Dadurch, dass der Preis weiter ansteigt, leider nur 2 Sterne. Was kann man sagen? Er ist ein guter Spieler, es macht Spaß mit ihm zu spielen, er kann sehr geile Tore schießen. Aber all das kann auch El Arabi. Warum erwähne ich so oft El Arabi? El Arabi kommt selber aus der BBVA, ist auch Marokkaner und macht alles genauso gut wie El Amdawi, außer dass er eben ein bisschen schlechter schießt. Also, die Entscheidung ist euch überlassen, wenn man ihn will, weil er TDW 1 Spieler ist, holt ihn euch. Ansonsten lasst die Finger weg von ihm. Das war's von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Euer Hahn.